Was? Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem weiteren CD-Review, und zwar dem letzten CD-Review in diesem Jahr. Keine Panik. Und als letztes habe ich mir einen Schmankerl aufgehoben, denn das ist eine Band, um die es hier geht, die mir sehr viel bedeutet. Denn das ist eine der ersten Metal-Bands, die ich mir jemals so, nicht jemals, aber eine der ersten Bands, die ich mir generell so selbst auf CD gekauft habe, als ich dann angefangen habe, mir selbst CDs zu kaufen und so. Und zwar geht es jetzt hier um Stormwitch mit ihrem Album Bound to the Witch, ihrem neuen Album, ne? Und ja, Stormwitch kenne ich halt, wie gesagt, schon seit jüngster Kindheit. Und das muss so 92 gewesen sein. Da sind wir regelmäßig, ja, so zweimal im Monat, kann man sagen, nach Kiel geeiert. Mein Papa ist dann immer in Kiel einkaufen gefahren. Mein Vater war damals großer Technikfreak, so was so Stereoanlage, Videoanlage, Boxen, Kopfhörer und all so ein Gedöns anging. Und da immer das aktuelle Beste zu haben, was er da irgendwie möglichst findet, das war ihm immer ein Anliegen. Ja. Er hatte halt zwei Videorekorder, damit er überspielen kann. Er hatte mehrere Kassettenrekorder, damit er sich Kassetten fürs Auto aufnehmen kann. Also MCs noch, das gibt es ja heute auch nicht mehr so wirklich. Ne? Und eben CD-Player und verschiedene Verstärker und Booster und irgendwie so ein Bass-Dingsbums hatte er da auch noch da für Partys, dass er auch nicht darüber, dass natürlich die besten, damals besten Boxen mit Membran-Dingsbums und hast du nicht gesehen und was er nicht alles. Naja, und da sind wir halt eben deswegen immer nach Kiel gefahren, weil er da immer ganz gerne in den Läden geguckt hat. Vor allem waren wir oft im, ja, im, natürlich klassisch im Mediamarkt und Co., ne? Aber eben auch in Kiel, in der Innenstadt, im Sophienhof, da gab es damals Schauland. Und es gab in der Innenstadt, ein bisschen weiter entfernt, wie hieß das noch, Brinkmann oder so? Der war auch mega geil, der Laden. Eine Schande, wir waren richtig, richtig tief traurig, als der irgendwann geschlossen hat. Und auch Schauland gibt es ja nicht mehr. Da ist jetzt ein Medimax drin und das ist irgendwie so, weiß ich nicht, nichts Halbes, nichts Ganzes, finde ich, vom Sortiment her. Schauland war badass. Schauland war einfach nur super geil. Da konntest du so viel geilen Kram finden und die hatten halt im CD-Bereich eine riesen Angebotsabteilung. Und da hat Klein Tommy dann immer gerne gestöbert. Und da habe ich unheimlich viele Metal-Bands gefunden. Und es gab dann halt CDs, ich habe jetzt leider keine griffbereit, oder? Aus diesem Bereich. Ich kann ja hier mal gerade neben mir hergucken. Gab es da irgendwas? Nee. Leider nicht wirklich, nein. Aber egal. Doch, ich sehe da gerade was. Ich muss mal kurz mit dem Arsch hoch. Und dann kann ich euch da was zeigen. Damit ihr mal einen Eindruck habt, wie die Dinger ausgesehen haben. Jetzt haben wir hier jetzt leider nicht Stormwitch, da müsste ich dann jetzt irgendwo da hinten wühlen. Aber ich wollte euch mal das Label zeigen, wie diese Dinger denn aussahen. Jetzt haben wir hier eine Band, die nennt sich Darkness, das ist eine deutsche Thrash Metal Band. Ja, und so sah dann das Cover aus. Das ist nicht offiziell, das Album heißt wohl eigentlich auch nicht Broken Heart, sondern irgendwie anders, hat auch eigentlich ein völlig anderes Cover Artwork. Aber naja, die waren halt sehr kreativ, die Jungs von Laserlight. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Label noch in irgendeiner Form gibt. Nun, und dass das Metal-CDs waren, konnte man nicht nur am Cover erkennen, sondern auch an diesem kleinen Emblem oder Wappen. Metal Mania stand da immer drauf. Mit so einer geflügelten, verchromten Rose, oder was ist das? Jo, irgendwie so, ne? Und die CDs, die Metal Mania-CDs, die habe ich gejagt wie Indiana Jones alte Schätze. Ja? Und die gab es für 10 Mark. Das weiß ich noch. Und wenn ich eine 1 geschrieben habe, dann bekam ich 10 Mark. Und dann wusste ich, du kannst dir die zur Seite legen und dann kannst du beim nächsten Mal nach Kiel fahren, eine CD mehr kaufen. Oder wenn es Taschengeld gab, ja, dann gab es halt ein bisschen heller mal hier. So. Dann gab es halt 2 CDs, weil Taschengeld war immer so 10 Mark, so roundabout. Ne? Und, oder wenn ich 2 Arbeiten in einem Monat geschrieben habe und bei beiden sehr gut war, ja, dann gab es nochmal 3 CDs für 10 Euro. 10 Mark das Stück. Ne? So. Und unter diesem Label von Laser Paradise gab es eben auch Scheiben von Stormwitch, die da hießen Beauty and the Beast und Walpurgis Night. Auch das sind, glaube ich, nicht unbedingt die Originaltitel, aber unter diesem Label sind die halt eben rausgehauen worden. Alternativ, wenn man so will. Das sind alte Stormwitch-Alben aus den 80ern. 91, glaube ich, 91 steht hier was drauf bei der hier. Meine Lupe, wurden die halt rausgelabelt, die Dinger, rausgehauen, 91 war das. Und
Ich glaube, 92 habe ich die gekauft. Und es war dann so, dass die einige Songs fehlten dann, im Gegensatz zum Originalalbum oder so. Ich habe aber auch von Stormwitch in der damaligen Zeit vor dem Internet nie in irgendeinem Laden eine Original-CD zur damaligen Zeit gesehen. Erst als das neue Album War of the Wizards rauskam. Ab da habe ich ja noch die ganzen aktuellen Folgealben immer in den Läden regelmäßig finden können. Aber die älteren 80er-Werke habe ich nie in der Originalfassung in der Hand gehabt. Bis heute nicht. Ich habe die auch nicht in der Originalauflage. Ich habe nur diese verschissenen Laserlight-Kopien. Gut. Und seitdem kenne ich halt diese Band. Damals war es halt ein Verdachtkauf und ich muss dazu sagen, der Schriftzug, ich stehe gleich auf und hole die, ey. Wäre das zu zweit weg? Was ist das für ein Buchstabe? Das ist. Nee, da muss ich da ganz hinten hin und den Ständer beiseite rollen. Nee, kann ich nicht. Die hatten halt damals unter Laser Paradise ein völlig anderes Bandschriftzug-Label und da sah es eher nach fast Thrash Metal, Death Metal oder sowas in der Art aus, so ein bisschen. Deswegen war ich ein bisschen. Ob mir das nicht zu heftig ist vom Stil her, aber nimm mal mit, ne? 10 Mark, was soll's. Und dann habe ich halt das erste Mal Stormwitch gehört. Und da komme ich aber später nochmal zu diesen alten Scheiben. Und war gleich verliebt in diese Band. So, und seitdem begleite ich die halt. Dann gab es damals, wie gesagt, die War of the Wizards. Und auch da sage ich dann nochmal was zu, wenn ich über die Diskografie rede. Wir kommen jetzt aber erstmal zur Band an sich. Die Band ist aus Deutschland, die kommen aus Gerstetten, Baden-Württemberg. Ja, und machen traditionellen Heavy Metal, so mit Power Metal Einflüssen und so, ne? Und die singen so über das Okkulte oder über Mythologie, über mittelalterliches, historisches, über Literatur, sowas alles. Das sind so Lyrical Themes, die ganzen, was da so vorherrscht. Und man nennt sie auch die Masters of Black Romantic, warum auch immer, wahrscheinlich wegen der Lyrik, die dahinter steckt. Und der meist erhaben hymnischen Vortragsweise, sag ich mal. Ja, und die gibt es halt seit 1981, so alt sind die schon. Und noch eigentlich gegründet wurden sie allerdings schon 79, die Band. Und bis 81 hießen sie erstmal Lemon Silvern. Und naja, dann 81 kam halt eben dann Stormwitch. Und ab da war man dann auch richtig aktiv und hat dann auch was rausgehauen. Da gab es dann zum Beispiel das Debüt. Das kam 1984 und das war Walpurgis Night. Dann gab es im selben Jahr eine Split-Scheibe, das erste Rockfabrik-Festival 84 mit ein paar anderen Bands zusammen. Dann kam 85 das Album Tales of Terror und dann kam eine weitere Split 85, Heavy Metal Life in Germany Folge 1 mit anderen Bands. Dann gab es 86 das nächste Album Stronger Than Heaven. Und das ist, glaube ich, die bei mir Beauty and the Beast heißt. Ich weiß es immer nicht mehr genau. Irgendwie ist das bei mir vermischt oder so. Ich weiß es nicht. Und dann gab es 86 eine Compilation, Stronger Than Heaven und Walpurgis Night. Und dann folgte 87 das Album Beauty of the Beast. Und das ist ja alles sehr verwirrend, weil ich jetzt gerade nicht weiß, wie die Scheibe ich da habe. Ich klicke jetzt mal hier kurz rein. Moment, weil man kann hier ja auf Other Versions machen. Ist da Laserlight? Da ist Laserlight. Da ist die Laserlight-Fassung. Also ich habe die Beauty and the Beast von 87 in der neueren Fassung. Allerdings fehlt mir da ein Song? Nö. So komisch. Moment, ich muss irgendwas. Ich schaue eben die Fassung genauer an. Weil bei mir sind mehr Songs drauf, als hier gelistet sind. Nee, sind es nicht. Was denn? Ach so, nee, ich habe ja noch diese andere. Also ich habe ja die Walpurgis Night auch noch. Mal gucken, ob ich die hier original habe, von der Auflistung der Songs her. Nee, das weniger. So, und da Laserlight-Fassung. Ist hier nicht gelistet. Na toll. Ja, Verwirrung pur. Danke, Laserlight. Warum haut ihr nicht einfach das scheiß Originalalbum raus? Stronger Than Heaven habe ich dann in der. Und das ist, glaube ich, vermischt mit der Walpurgis Night, richtig? Wo ist Laserlight? Ist hier auch nicht gelistet, die Fassung. Was zum Fick? Ich weiß genau, dass sie hier alle gelistet sind. Dann gucken wir nochmal bei Tales of Terror, was völliger Unsinn wäre, weil davon habe ich, glaube ich, keinen einzigen Song. Nein, habe ich auch wirklich nicht. Ja, dann ist die einfach hier nicht gelistet. Na super. Oder ist es diese Compilation Stronger Than Heaven Walpurgis Night? Ist das die vielleicht, die davon lese? Ja. Okay. Die habe ich dann. Diese Stronger Than Heaven Schrägstrich Walpurgis Night Compilation. Da fehlen aber von beiden Alben ein, zwei Songs. Ja. Und deswegen musste ich mir die Originale eigentlich mal nachrüsten. Ey. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. 89 kam das nächste Album raus, Eye of the Storm. Dem folgte im selben Jahr ein Live-Album.
Dann gab es eine Single mit dem Titel Heart of Ice 1989 ebenfalls noch. Und 92 kam dann War of the Wizards raus und ich habe das live miterlebt. Das war ja das Jahr, wo ich Summit entdeckt habe. Und ein paar Monate später kam schon das neue Album. Yo, geil, im Metal Hammer. Und dann stach mich der Schrock ins Herz, als ich die Punktezahl sah. 2 von 10 Punkten. Oder 2 von 8, wie viele möglich, waren möglich. Weiß ich gar nicht mehr, was die Affen da für ein Punktesystem hatten. Und die Rezension war vernichtend. Und da kommt auch der Spruch her, der hat sich für mich für immer in mein Hirn eingebrannt. Die schlimmste akustische Katastrophe seit dem letzten Lordi-Album. Und nicht Lordi, sondern Lordy, Law, Gesetz, L-A-W-D-Y. Das ist eine Mischung, eine Wortkombination aus Law und Lady. Lordy, ne? Und die kannte ich gar nicht, die Band damals. Ich glaube sogar die Scheibe, die er da meint, die habe ich mittlerweile auch. Die ist auch ganz gut, aber naja, und das meinte er dann zu War of the Wizards. Und ich habe mir die Scheibe dann im Angebot geholt, ganz günstig. Die war im selben Jahr schon im Angebot. Wahrscheinlich hat der Supermarktbesitzer oder was das da war, das war glaube ich Karstadt. Die haben wahrscheinlich die Rezension gelesen oder so, oder keine Sau hat die gekauft, oder ich weiß das nicht. Und dann haben sie die gleich im Low Price rausgeballert. Ich habe sie mir sofort gekauft dann, weil ich die Band einfach mal und jetzt hören wollte, wo denn die akustische Katastrophe liegt und mich ein bisschen erschrecken wollte auch, weil, naja, mal gucken, ne? Und ich war durchweg von dem Album begeistert. Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber naja. Dann gab es im selben Jahr eine Best-of-Scheibe und dann 94 das nächste Album mit dem Titel Shogun. Dann folgten 95 und 98 zwei weitere Compilation-Best-of-Scheiben. Dann gab es mit 2002, also erst 8 Jahre später, ist das richtig? Nee, 6 Jahre später. Nee, 8 Jahre später. Dance with Witches, das nächste Album. Die recht erfolgreich damals war, soweit ich mich erinnere. Dann kam das nächste Album 2004, 2 Jahre später, Witchcraft. Die finde ich auch sehr geil, die Scheibe. Dann 4 Jahre später folgte erstmal eine Compilation, Call of the Wicked heißt die. Und dann erst 7 Jahre später, also 2015, folgte das letzte Album Season of the Witch, das ich ebenfalls auf meinem Kanal reviewt habe. In der Playlist werdet ihr es dann finden. Ja, und die war bei den Kritikern nicht so beliebt. Ich fand die Scheibe zumindest solide. Da waren ein paar sehr gute Songs drauf. Und viele haben sich mokiert über das schlicht gehaltene Cover. Ich fand das mal gut, dass da mal so ein Geist auf dem Friedhof zu sehen war. Statt einmal irgendwelche waffenstarrenden Krieger mit Testosteron-Muckis auf einem Drachen, die den Kopf eines Dämons in der anderen Hand halten oder irgendwie so ein Standard-Fantasy-Gekröse. Aber naja, so. Und jetzt haben wir halt vorliegend das neue Album Bound to the Witch. Moment mal eben, ich mach mal hier gleich. Gleich. Wir kommen erstmal hier noch zu ein paar Fakten, bevor ich hier mir die Optik vornehme. Ja, die Band setzt sich jetzt zusammen aus noch 2 vorhandenen Gründungsmitgliedern. Das ist einmal der Bassist Jürgen Wallenwetsch. So steht er jedenfalls hier gelistet. Was nicht, wie der eigentlich heißt, weil irgendwie sind hier falsche Namen auf Metal Archives. Ich kann da mal eben gucken, ob der wirklich so heißt. Total bescheuert. Ja, der heißt offenbar wirklich so. Weil hier ist als Sänger auf Metal Archives gelistet Andy Adrian. Und der heißt Andy Mück. Oder heißt er hier, hat es sich jetzt hier ein Pseudonym gegeben, habe ich gar nicht nachgeguckt. Ob er da auch Andy Adrian heißt. Andy Mück, ja. Du heißt ja für mich schon immer, weil ich diesen Sänger schon immer genial fand und mir den Namen auch eingeprägt habe deswegen. So, dann haben wir am Schlagzeug seit, er war schon mal dabei von 2002 bis 2005, dann ist er wohl raus gewesen und jetzt seit 2016 wieder im Team, haben wir am Schlagzeug Mark Oppold aus Bands wie Stringface, Tyrant, Death in Action oder Satan's Crypt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, welche Tyrant da, okay. Das ist der Schlagzeuger der Tyrant, die ich noch kenne, die ebenfalls über Laserlight Metal Mania veröffentlicht wurden. Mit 2 Alben und die, oh Gott, warum gibt es diese Band nicht mehr? Wie geil wäre es, wenn es die deutschen Speed Heavy Metaler von Tyrant jetzt noch aktiv gäbe? Wie das wohl klingen würde, was die heute so machen würden? Das wäre, glaube ich, die ultimative Konkurrenz für Gravedigger. Glaube ich. Aber naja, so, und dann haben wir hier noch seit 2016, aber er war schon dabei von 2013 bis 2015 und ist seit 2016 wieder dabei an der Gitarre Volker Schmiedhoff und der neueste hier in der Band seit 2016 dabei ist der andere Gitarrist Tobi Kipp. So, damit haben wir die Besetzung durch. Was ich jetzt noch sagen möchte, ist hier, welche Fassung es davon gibt. Es gibt davon eine normale CD-Fassung.
Ja, und dann gibt es eine Digipack-Fassung, die mir hier vorliegt. Es gibt das Ding natürlich auch auf LP, in der Limited Edition 12-Inch Vinyl, oder wie sagt man dazu? Und es gibt noch von 2018 eine weitere Release auf CD von einem anderen Label, Metal Command Records. Keine Ahnung, und dann ist es jetzt dann doch noch bei Massacre. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, weil die letzte war ja auch schon mal Massacre. Die haben das Label ja nicht gewechselt. Wie kommt denn jetzt dieses andere Ding dazu? Ich verstehe es nicht, ist egal, aber das scheint es zu geben, dieses Dingsbums. So, gut. So viel dann dazu. Gastmusiker auf diesem Album sind nicht vorhanden, nicht, dass ich jetzt jedenfalls wüsste oder rausgefunden hätte bei dem Ganzen. Und dann kommen wir jetzt zur Optik. So, Licht an. Das ist das Cover-Artwork, wieder nicht unbedingt traditionell Heavy Metal, ja, aber atmosphärisch gemacht. Und diesmal kann man auch nicht so viel meckern, finde ich, weil ja, im Mittelpunkt, es geht halt um Stormwitch, Bound to the Witch. Und genau das wird halt gezeigt, so eine Sumpfhexe in ihrem Moorbereich angekettet. Ne? So, irgendwie so. Und im Hintergrund ein bisschen Nebel und so. Ne? Und hier so ein paar Pflanzen, die nicht gerade besonders... jetzt nicht besonders gut geht. Naja, gut. So, hinten drauf haben wir dann die Titel sehr groß, deutlich geschrieben. Die kann ich sogar von hier so lesen. Ne? So, kein Problem, das ist gut. So, dann innen drin haben wir hier das Booklet, hier die CD. Auf dem Label haben wir hier die Hexe in anderer Pose mit einem Totenkopf. Ja, schreien oder nicht schreien? Das ist hier die Frage. Keine Ahnung. So, und darunter haben wir. Ja, nicht viel, würde ich sagen. So, und dann kommen wir jetzt. Ey, geh schon wieder rein. So, kommen wir jetzt zum Booklet. Hier haben wir was Interessantes drin, und zwar erstmal hier so, ne, nochmal den Songs of Steel, den ersten Titel des ersten Songs. Dann aber haben wir hier auf der nächsten Seite Lyrics und eine Widmung, und die besagt: Dieses Album widme ich meinem Stiefsohn Andreas Lehmann, der leider viel zu früh gestorben ist. Ja, rest in peace, ne? Andi Mück schreibt das. Und dann haben wir hier noch eine weitere Widmung, und zwar steht hier von Volker Schmiedhoff, dem Gitarristen, geschrieben: I dedicated this album to my friend Uwe Lade Ladenburger, rest in peace. Ja, und dann haben wir hier des Weiteren einfach nur so die anderen Musiker hier und die Lyrics. In der Mitte ein übliches Bandfoto und weitere Lyrics natürlich. Ne? Auch alles recht gut lesbar, da hatte ich jetzt keine großen Probleme mit. Passte. Und ja, gut gemacht soweit. Hier haben wir noch ein paar Blödsinn, Produktionsinfos. Und hier hinten haben wir nochmal, ja, Nebel und Schweigen im Walde. So, dann kommen wir jetzt zum Inhalt des Albums, nämlich Song by Song, Track by Track. Oh, jetzt ist mir die Datenliste dir runtergefallen, das macht aber auch nichts. So gut. So toll ist sie nicht. Doch. Das Ganze beginnt mit dem schon im Inlay erwähnten Titel Songs of Steel. Dazu findet ihr zwei Links unten, weil einmal einen Link zur Album-Playlist, wo ihr euch das ganze Ding anhören könnt, Track für Track. Und ein Lyric-Video gibt es zum Song Songs of Steel ebenfalls. Könnt ihr euch dann ja, wenn ihr ein bisschen bewegte Bilder dazu haben wollt, dann auch das anhören. Es beginnt erstmal mit so ein paar Geräuschen, so Soundeffekte, ein paar Amboss-Schläge, Kettengerassel, und dann geht's los. Wir haben ein stampfend hymnisches Riff am Start, und das Ganze bewegt sich so im teutonischen, melodischen Heavy-Metal-Bereich. Ja, so ein Stampfer, so ein stampfender Heavy-Metal-Song einfach. Ganz schlicht, wenn man so will, aber dafür sehr eingängig, finde ich. Also ich mag sowas gerne hören. Ja, dann haben wir Andy Adrian oder auch Andy Mück, ja, und seine Stimme ist einfach unverkennbar, und sofort, wenn der Mann anfängt zu singen, bin ich wieder in den 80ern, 90ern und höre dann halt auf meinem alten Kassettenrekorder Walkman oder so die ersten Stormwitch-Scheiben. Und es kommt sofort dieses Retro-Feeling auf, wenn ich seine Stimme höre einfach. Und deswegen liebe ich diese Band auch so. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil sie einfach geile Mucke machen, aber gut. Wir haben hier einen sehr angenehmen, simplen und eingängigen Refrain, wo einfach immer nur mehrstimmig Songs of Steel gesungen wird. Ne?
Wir haben ebenfalls mindestens genauso angenehm gehaltenen Bridge-Mittelteil mit einem passenden Solo dazu und damit, und das Ganze endet dann, wie gehabt, mit einem Refrain und wir haben also einen schicken hymnischen Einstieg. Ich sehe das immer bei solchen, ich mag sowas deswegen, solche simplen, stampfenden Hymnen, so zum Faustrecken, als Einstieg auf ein Album, weil damals war das ja so, wenn du losgegangen bist und CDs entdeckt hast, Bands entdeckt hast, ohne dass es das Internet gab, wo du mal kurz bei YouTube innerhalb von einer Viertelstunde in 93 Band reinhören kannst, ja, war es halt eben so, du standst auf dem Flohmarkt bei der Metal-Abteilung von irgendeinem Affen, der da seine CDs verkauft hat, und du sagst in CD, oh, das ist ein cooles Cover, die haben ja einen geilen Bandnamen, hinten drauf sind irgendwelche Songtitel mit den Worten Metal oder Rock eingebunden oder irgendwas, Dragon, keine Ahnung, und dann nimmst du das Ding mit und dann hörst du es zu Hause und wenn der erste Song dann genau das trifft, was du dir erhofft hast, dann bist du gleich drin in dem Album. Dann feierst du es sofort und dann feierst du auch den ganzen Rest viel, viel mehr, wenn der erste schon sitzt. Und ich liebe eben, das wisst ihr ja mittlerweile vielleicht alle, diese stampfenden Mittempo-Hymnen mit Faustreck, Mitsingen-Refrain. Und genau das ist ja Songs of Steel. Wenn ich Songs jetzt überhaupt nicht gekannt hätte und mir jetzt einfach mal, ach, das ist doch so eine Heavy-Metal-Band, traditionell, ich bin schon seit den 80ern, kauf dir mal eine Scheibe von denen und dann jetzt auf diese Weise diesen ersten Song gehört hätte, ich wäre mindblown gewesen sogar. Und würde sofort sagen, hey, ich hätte schon nach diesem einzigen Song gesagt, boah, ich muss losgehen und mir die anderen Sachen von denen holen. Das ist ja genau meine Richtung. Und das gibt es leider selten, dass die Songs mit so einem Opener daherkommen. Die meisten Bands meinen dann so, wir müssen die Fans damit fangen, am Anfang erstmal einen Nackenbrecher. Irgendwie was ganz besonders schnelles Abgeh-Ding oder so, um so ein Anheizer oder so. Ist manchmal gar nicht nötig. Ja, ich habe sogar einen, die beginnt mit einer Ballade, aber naja, gut, das ist ein anderes Thema. Dann kommen wir zu Stück Nummer 2, das ist der Song Odin's Ravens. Und nein, Storm wechselt nicht ins Viking-Metal-Lager, zum Glück. Man hat sich auch keinen Brüllkreischaffen aus irgendeiner Pagan-Band hier zugehört, zum Glück. Das haben Stormwitch auch nicht fucking nötig, zum Glück. Ja, danke, Stormwitch, dass ihr bei euren Leisten bleibt. So, bei euren Wurzeln. Startriff allein hören wir erstmal, ja, und dann geht's rein in den Song. Wir haben hier einen treibenden Abtempo-Titel. Dazu so abgestoppte Riffsparts in den Sto in der ersten Strophe. Ne? Später in den Strophen hält sich der Drive des Songs auch in den Strophen mit Riffs und allem drum und dran. Wir haben erneut einen angenehmen, ja, melodischen Refrain. Diesmal nicht ganz so simpel, aber dennoch sehr eingängig, wie gesagt. Ne? Und nach dem zweiten Refrain folgt ein zum treibend schnellen Rhythmus passendes Gitarrensolo. Am Ende wieder Refrain und Riff und damit haben wir einen schicken, ja, Banger, einen bängenden Song, wo man so ein bisschen den Kopf schütteln kann, wenn man will, ne? Dann kommen wir zu Stück Nummer 3, das ist The Choir of the Dead. Und hier, ja, wie ich habe ja schon erzählt, das Vorgängeralbum Season of the Witch war nicht so, weil die Kritiker so, Stormwitch war mal besser, bla bla bla, ja. Und mit The Choir of the Dead kehren Stormwitch komplett zu ihren Wurzeln zurück. Der Song hätte 1 zu 1 auf Walpurgis Night oder Stronger Than Heaven gepasst, meiner Ansicht nach. Natürlich ist der Sound druckvoller, die Produktion knackiger, das ist klar, ne? Aber Choir of the Dead ist ein richtig geiler, klassischer, traditioneller Heavy-Metal-Rocker. Hat einen rockigen Einstieg auch entsprechend im Intro und dann geht es halt eben los mit, ja, der ist etwas treibender, etwas schneller, allerdings, wie gesagt, eher im rockigen Bereich. Es ist jetzt kein Speedbanger, aber er ist schon schnell an sich, der Song, so, sag ich mal. Irgendwie wie so eine schnellere NWOBHM-Nummer. Überhaupt, das ganze Album hat so ein New Wave of British Heavy Metal Vibe, so ein bisschen, ja. Wir haben hier bei The Choir of the Dead auch einen Stormwitch-typischen, sehr schönen melodischen Refrain, der diesmal auch nicht allzu schlicht ausgefallen ist, sondern mit so ein bisschen Text dabei, ne? Und das ist aber geil, ist trotzdem sehr eingängig, man singt trotzdem mit, ja. Und auch das Solo fehlt natürlich nicht. Somit kann man fast von einem, ja, nicht fast, man kann hier von einem klassischen Stormwitch-Song sprechen, der in der Machart her eigentlich sogar Größen wie Sachsen oder Saxon. Spricht man Saxon aus? Ja, ist ja gut. Du mit deinem Sex. Also auch Saxon gut zu Gesicht gestanden hätte. Ja, ja, dann kommen wir zu Stück Nummer 4, ist der Titeltrack Bound to the Witch. Geht direkt rein mit einem etwas andersartigen, etwas düsterer gehaltenen Riff. Der Song bewegt sich im rockigen Mittempo-Bereich mit so abgestoppten Riffs in den Strophen und hat auch einen passenden, mitsingbaren Refrain. Ist jetzt nicht der beste Ohrwurm des Albums, aber absolut okay für die Nummer.
Und nach dem erneut qualitativ außer Frage stehenden Solo, wieder mal, ja, endet die Nummer wieder mit Refrain. Ich meine, klar, die Jungs sind seit den 80ern dabei, die wissen, was sie da machen. Ne? Und okay, auch die neuen Gitarristen in diesem Fall, ja, zeigen auch wirklich Können, kann man sagen. Dann kommen wir zu dem Stück 5 mit dem Titel Aria. Arya. Bei dem einen oder anderen Fantasy-Fan klingeln jetzt vielleicht schon beide Ohren und ihr habt recht. Aber erstmal zum Song an sich. Iron Maiden sind hier Pate am Intro, wenn man so will. Ne? Dann geht's, das Ganze bewegt sich so im stampfenden Mittempo. Das Startriff, das so ein bisschen Maiden-lastig daherkommt. Dann wechselt das Riff und wird eher teutonisch. So typischer German True Metal-Kram. Ne? Und das hält sich dann auch so in den Strophen. Der hat auch einen sehr angenehmen Refrain, diesen Aria, wird er immer gesungen. Ne? Melodisch und eingängig, wie gehabt eigentlich. Und Arya beschreibt halt den Charakter Arya Stark aus der Serie Game of Thrones, die ich nicht kenne und vermeide, weil ich keine Serien sehen will, wo alle oder alle coolen Charaktere sofort, wenn sie auftauchen, und man denkt, yeah, dem will ich folgen. Das ist der Typ, an den ich mich halten kann. Das ist meine Identifikationsperson. Mit dem werde ich Seite an Seite. Oh, er ist tot. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber naja, gut. Mittig in dem Song gibt es eine stampfende Instrumentalbridge zu einem schönen Solo, ja. Und abschließend wieder den Refrain und das Riff. Und damit ist Aria ein leicht ohrwurmlastiger Mittempo-Stampfer, der dir gut gefallen hat. Mittempo-Kracher, sagen wir ja. So. Dann kommen wir zu Stück Nummer 6. Der ist auch geil, der Song, der jetzt kommt, aber für mich eine leichte Enttäuschung, weil Stück Nummer 6 heißt Stormwitch. Stormwitch haben also endlich einen Song auf ihrem, ich glaube, 15. Album, ich weiß nicht, wie viele Scheiben das ist, auch egal, ja, gemacht, wo sie ja praktisch über sich selbst singen. Dabei erwarte ich eine Überhymne, ja. Hat auch einen hymnischen Einstieg, dann geht's schleppend rein mit marschierenden Riffs, das hält sich dann auch in den Strophen bis zum Refrain hin. Ja, dieser ist dann auch ganz nice, aber eben von Andy Mück ganz alleine gesungen und das hätte ich mir hymnischer und mehrstimmig gewünscht. Der Part, wo das Wort Stormwitch gesungen wird, einfach, dass die ganze Band das mitsingt. Nur dieses Wort Stormwitch, dann sitzt das viel tiefer im Hirn. Wirklich, ist so. Das ist dann viel mehr animiert, viel mehr zu mitsingen und hinterlässt viel mehr Catchiness, sag ich jetzt mal. Ja. Nach dem zweiten Refrain gibt es eine schöne Instrumentalpassage mit einer bisschen anderen Melodie, allerdings kein wirkliches Gitarrensolo und damit endet das Ganze dann nochmal mit dem Refrain. Ja, ist ein netter Stampfer im Stil vom Opener Songs of Steel, so von der Ausrichtung, sag ich jetzt mal her. Ne. Und auch echt ein geiler Song und man kann ihn auch super mitsingen, keine Frage. Aber ich bin ja immer so der Faustdreck-Junkie, der dann was zum Mitgrölen braucht, so zum mehrstimmiger Männerchor, verdammt nochmal Metal halt. Naja, gut, Stormwitch sind ja auch Dark Romantik und nicht Schmieder des ewigen Stahls oder so. Na gut, so, dann kommen wir zu Stück Nummer 7. Der Song heißt Life is not a Dream und da geht es hier darum, ne, hier das Leben ist kein Zuckerschlecken. Ne? Ja, wir haben wieder einen rockigeren Einstieg. Geht dann auch schneller zu, die Nummer. So gehobenes Mid-Tempo, also wieder kein Speed, aber schon ein bisschen schnellerer, ne, das Ganze. In den Strophen ist ein bisschen weniger Rifflastigkeit dann. Später gibt es so gezupfte Riffs in den Strophen. Auch der Song hat einen netten, recht eingängigen Refrain, der so ganz gut zum rockartigen Flair des Songs passt. Und nach dem zweiten Refrain gibt es ein Solo, das fast ein wenig balladesk anmutet. So ein bisschen so, das, ja, aber es passt irgendwie dazu. Das hat irgendwie eine ganz gute Atmosphäre dadurch. Ja, und es endet dann erneut mit dem Refrain. So, also Life is Not a Dream ist einer der rockigeren, rocklastigeren Stormwitch-Titel und aber auch sehr gut gemacht, finde ich. Ja, dann kommen wir zu Stück Nummer 8 und das ist für mich persönlich, weil ihr habt ja gerade gehört, was ich mag bei Metal, ne? Der Tiefpunkt des Albums, obwohl der Song an sich gut ist, ne? Aber ich kann den einfach nicht oft hören. Der ist so da, der Song. Und dann, das ist so ein graues Rauschen, der Song für mich. Der Song enthält einfach keine Melodie, die sich bei mir jemals festsetzen wird. Aber warum, das werde ich euch jetzt erläutern. Das Ganze hat ein balladiskes Intro, nur Gitarren erstmal. Ne? Dann gibt es das erste Riff und so ein bisschen Hi-Hat, Bing, Bing dazu. Ne? Schwer und düster, aber traditionell vom Riff her, traditioneller Heavy Metal. Dann geht es in den Song und wird so leicht galoppierendes Mittempo. Auch in den Strophen hält sich das. Es gibt Doppelgitarrenleads zwischen den Strophen in besser Iron Maiden-Manier. Also instrumental ist das schon alles in Ordnung. Die dritte Strophe hat dann nur Gesang, wuchtiges Drumming und Bass. Ja.
Also so Bassdrum und Bass und so ein bisschen Akustikgitarre klimpert noch im Hintergrund. Ja, dann gibt es ein melodisches Gitarrensolo. Was? Wir sind schon beim Solo. Wo war denn der Refrain? Eben! In einer weiteren Strophe gibt es dann abgestoppt marschierende Riffs und es folgt ein weiteres Solo. Der Song verzichtet komplett auf Refrains oder eine lineare Struktur. Ist aber dennoch irgendwie interessant, das Stück. So will ich ja nicht sagen. Ist, diese Maiden-Anleihen und so ist natürlich alles gut gemacht und so, ne? Aber eben nicht eingängig. Der Song ist null eingängig. Da setzt sich bei mir nichts fest. Das tut mir leid. Das ist das Problem, was ich mit Iron Maiden derzeit habe. Die letzten drei, vier Alben von denen sogar. Das kommt bei mir nicht rüber. Es funktioniert nicht. Das ist so, als würdest du versuchen, Starkstromstecker, kennt ihr diese runden Stecker, wo so fünf Steckkontakte drin sind? Diese runden, diese, ja, in eine normale Steckdose in der Wand stecken wollen. Passt nicht. Der Zugang geht nicht. So bin ich und die letzte Welten habe ich nicht. Die will ich auch niemals haben. Ich glaube, die davor habe ich auch nicht. Die Final Frontier. Was furzend langweilig. Das ist nicht mein Ding, nicht mehr. Irgendwie ist das schade, dass diese Bands dann irgendwann in diesen oh, wir sind jetzt anspruchsvoll. Wir folgen keinen linearen Strukturen mehr. Wir machen keine catchy Chorusse mehr. Wir sind jetzt ganz anspruchsvolle Künstler. Mach doch einfach Musik, die Spaß macht. Was ist denn da so schlimm dran? Naja, und King George fällt eben in dieses Metier. Das finde ich jetzt nicht schlimm im Falle von Stormwitch. Das ist halt eben mal so ein Ding und gut, ja, kann man mal machen, ja. Aber mein Geschmack trifft das ja einfach nicht so sehr. Gut, kommen wir zu Stück Nummer 9. Das ist Ancient Times. Da haben wir wieder einen knackigeren der Titel. Die geht direkt rein mit so Fist-Pump-Riff im Stil von Accept fast angelegt, sage ich mal. Und dann eben immer dieses Fistpump eben, wenn man so will, ja, zum Ausfrecken. Bleibt dann auch in den Strophen so. Sorry, verschluckt. Nur mit eher gezupften Riffs natürlich und ja, hat auch einen schicken, melodischen, rockigen Refrain. Wieder ein wenig Richtung Sachsen oder ähnliches, finde ich jetzt in dem Fall. Saxon, Entschuldigung. Also so NWOBHM ein bisschen, ne? Im hinteren Drittel folgt eine Bridge als Überleitung zu einem Solo und es endet wieder mit einem Refrain. Damit haben wir mit Ancient Times ein knackiges, traditionelles Heavy-Metal-Stück. Geht ja nur 3 Minuten, schieß mich tot, dann war es das auch schon wieder. Ne? Dann kommen wir zu dem nächsten und ja, dem letzten Übersong auf diesem Album. The Ghost of Mansfield Park geht direkt rein mit fett stampfenden Beats und gezupft marschierenden Riffs. Wieder eher Richtung Songs of Steel oder eben so ein Hammerfall-artiger Stampfer der wuchtigen Art. Ja, so Templars of Steel zum Beispiel oder Crimson Thunder oder sowas in der Art von Hammerfall. Ja, melodisch gestaltete Strophen haben wir dann und einen sehr, sehr melodischen Refrain mit schickem Ohrwurm-Effekt. Dieses Ghost of Mansfield Park hat echt fucking Ohrwurm-Effekt. Kann ich anders sagen. Also, es ist schlimm. Nach dem ersten Mal hören habe ich ihn schon tagelang nicht aus dem Kopf gekriegt, diesen Refrain. Auch schöne Solos fehlen natürlich nicht. Und ich weiß nicht, ich habe dann recherchiert, was ist denn der Geist vom Mansfield Park? Das Einzige, was ich bei Mansfield Park gefunden habe, ist ein Jane Austen-Drama. Da macht aber kein Geist mit, der rummordet. Weil ja, es ist halt eben Ghost of Mansfield Park will kill us all. Im Refrain. Und, ja, da habe ich nichts gefunden, aber naja, gut. So, oder es ist damit gemeint, oder ich weiß ja nicht, was passiert in diesem Drama. Es ist aber irgendwie Familiendrama oder sowas mit Liebesgedöns, was ich da kurz umrissen gelesen habe, aber na gut. Ja, dann kommen wir zum Rausschmeißer des offiziellen Albums. Wir sind aber noch nicht am Ende des Albums. Ich habe ja hier die Digipack-Fassung mit Bonus-Tracks. Aber in der offiziellen Version endet das Ganze mit dem Titel Nightingale. Ja, und dann haben wir hier einen versöhnlichen Abschluss. Denn hier haben wir die obligatorische Ballade. Ich liebe Stormwitch-Balladen eigentlich. Nightingale ist allerdings eher Durchschnitt, finde ich. Das ist nämlich einfach nur akustisch gehalten, das ganze Stück. In den Strophen auch, alles allein Gesang, Gitarren und Bass, mehr ist da nicht. Der Refrain geht in Ordnung, hat aber nicht die emotionale Tiefe von Klassikern wie zum Beispiel Tears by the Firelight. Ja, das Ding, das ist eben auch auf einer von den ersten Scheiben, die ich von Stormwitch habe und ist einfach mega geil. Oder eben ein gutes Beispiel für eine richtig geile Stormwitch-Ballade ist Blood Lies in My Hand, wo allerdings nicht an die Mücke singt, sondern einer der Gitarristen oder was, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber diesen Song liebe ich über alles. Das ist eine der besten Balladen, die ich überhaupt im Metal-Bereich jemals gehört habe. Vom emotionalen Standpunkt her, jetzt wohl gemerkt.
Aber na gut, man kann ja nicht immer nur über Balladen schreiben. Mittig gibt es an Nightingale auch ein ebenfalls eher akustisch gehaltenes Solo. Drums oder ähnliches, verzerrte harte Gitarren oder so kommen niemals dazu. Es wird also keine Powerballade, es bleibt eine Akustikballade. Naja. Gut, dann sind wir aber noch nicht fertig, denn es gibt noch auf dieser Fassung hier halt drei Bonustracks, und zwar sind das Remakes von alten Klassikern. Und alle drei Klassiker liebe ich sehr, weil sie auf den ersten beiden Alben von Stormzy, die ich jemals besessen habe und immer noch besitze, drauf sind. Und zwar Stronger Than Heaven, der Titeltrack, Rats in the Attic und Priests of Evil. Ja, Rats in the Attic und Priest of Evil sind sehr solide, neu aufgearbeitete Nummern, einfach druckvoller Klassik, Klassik, knackig. Was rede ich denn da hier? Druckvoller und knackig gemacht, ja, also im moderneren Sound gewandt, ja, und das klingt auch geil. Bei Stronger Than Heaven hatte ich so meine Probleme. Also der Song ist in dieser Fassung gut, auch hier passt der druckvollere, klarere Produktionssound natürlich richtig gut dazu, ja. Aber erstens, ich habe es immer geliebt, wenn am ersten, also das Ganze beginnt halt mit so ein bisschen Hexen und dann geht's los mit einfach nur Drums und Gesang. Und Andy Mück singt dann immer irgendwie Man, Drakes, ich weiß nicht genau, was er singt, Eyes and Wings of Bats. Und die Band singt das im Chorus nach. Und das hat mich damals immer sehr erinnert an Carry On von Manowar, wo ich das Intro auch so liebe, wo nur stampfender Drumbeat und dazu dann dieser Chorus ist, dieses Carry On, was hier gesungen wird. Ne? Daran hat mich halt immer so ein bisschen erinnert, deswegen liebte ich Stormzy vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich ja damals der totale, absolute Manowar-Anbeter war. Und ja, das ist hier auch ganz gut umgesetzt. Dann geht's ja aber los mit dem eigentlichen Song nach diesem nur Chorus, nur Gesang, nur Drums Part mit dem eigentlichen Song und dem Hauptriff. Und im Original ist immer auf dem Hauptbeat so eine Explosion zu hören, aber nur im Intro natürlich, während das erste Riff läuft, ne? So ein Donnerknall irgendwie, immer im Rhythmus. Und das ist so richtig geil. Das haben die hier einfach weggelassen. Das finde ich total schade. Im Gegenteil, ich hätte es hier noch auf die Spitze getrieben. Was kann man mit heutigen Soundeffekten alles machen? Das hätte heute so einen durchschlagenden Sound, dass dir das bis in die Magengrube fährt, wenn du die richtige Anlage dafür hast. Das fand ich echt schade. Und auch was den Chorus betrifft, und da ist nachher normalerweise eine Passage drin, wo auf A was gesungen wird und so. Fehlt ja irgendwie, und ich weiß nicht, so diese Elemente, die ich damals so am meisten gefeiert habe, diese Details, die ich damals so gefeiert habe, die fehlen in der neuen Version ein bisschen. Ist ein geiles Remake des Klassikers, ja, aber irgendwie hat man dem so ein bisschen die Seele geraubt. Aber ist ja auch nicht schlimm, ist ja nur ein Bonustrack, und wie gesagt, ich habe den Song ja in der Originalfassung und kenne und liebe die Originalfassung dann eben einfach weiter, und dann ist gut, ne? Es geht ja hier um das Hauptalbum, und das ist. Ja, das war absolut in Ordnung. Ich fand Stormzy Bound to the Witch ein sehr gutes Album dieses Jahr. Ich liebe Stormzy einfach, und wer die Band mag und den Stil mag und auch kennt die Band, ja, ihr macht hier mit dem Album nichts falsch. Es gibt zwar zwei kleine Defizite, die Ballade ist halt nicht so besonders stark, und dieses King George-Ding ist mir zu belanglos, dadurch, dass man einfach auf Strukturen pfeift, ja, und auf Eingängigkeit. Aber der Rest des Albums ist durchgängig hohe Qualität. So. Gut, dann bin ich mit diesem Review und mit dem letzten Review für dieses Jahr durch. Morgen, also an Silvester, wenn ich es irgendwie hinbekomme, ich weiß noch nicht, oder ich drehe das heute Nacht noch, ich weiß es nicht, folgt dann das CD-Jahresabschluss-Ranking, wo ihr erfahren werdet, welche Scheibe mir am wenigsten und welche Scheibe mir am besten gefallen hat. Wobei ich euch gleich vorweg spoilern kann, es gibt keinen klaren Platz 1. Ich kann mich da nicht entscheiden. Dieses Jahr ist es, glaube ich, schwerer than ever. Ja, aber das sage ich euch dann in dem entsprechenden Video. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schauen werdet, und sage bis zum nächsten Mal. Farewell.